Hallo und herzlich willkommen hier wieder erneut zurück zum nächsten Part mit Mass Effect Andromeda. Gehen wir mal in die Fähigkeiten über, wir sind ja noch zwei Level aufgestiegen. Unter anderem die Tech-Level, da kann ich jetzt natürlich den sechsten Rang holen. Und da hatte ich gesagt, nehmen wir... Genau, was hatte ich gesagt? Entweder die krasse Regeneration oder Verteidigung pro Verbündeter in der Nähe. Das Problem ist diese 8 Meter Radius, die müssen auch wirklich mal in der Nähe bleiben. Was nicht immer der Fall ist. Dementsprechend glaube ich, ist nach der Aktion, dem Einsetzen einer Fähigkeit, erhöhte Gesundheitsregeneration. Ja, doch. Wobei, Gesundheitsregenerationsgrenze sind 50%. Das bringt nichts. Nee, nehmen wir das Verteidigungsnetz. So, fertig. Bei den Hilfssystemen haben wir jetzt noch 3 Punkte. Schwarzes Ding, mehr Schaden und hat mehr Lebenspunkte. So, Cora hat 4 Punkte. Die gehen in... Jeju braucht 18 Punkte, 17 Punkte sind investiert. Dann gibt es hier jetzt einmal Aufladetempo noch Zusatz und dann gibt es hier einmal den Schildschub. Anfänglich Wiederherstellung von Schilden. Vetra kriegt ebenfalls dann... wobei bei ihr... Können wir auch die Kampferfahrung noch nehmen. Oder 3 Punkte hier. Erhöhte Dauer des Energiepanzers. Und dann den Turbolader. So machen wir das. Truck kriegt dann auch gleich seine Flakkanone. Dafür kriegt er jetzt hier aber erstmal noch überwältigen. Und Flakkanone erlernen. Und dann haben wir noch einen Punkt über. Dann erlernt er auch noch verbrennen. So. Ist auch ausgestattet mit all seinen Fähigkeiten. Pibi macht dasselbe. Gibt es auch noch eine Schockwelle. Und unser Liam kriegt die Überlastungsfähigkeit. So, wunderbar. Hätten wir unsere Truppen auch wieder ausgerüstet. Und dann Abmarsch zur Kryokammer. Der verurteilte Mörder Nilken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Da hätte ich vielleicht mal noch nachgucken können. Ein Freund von mir war auf der Salarianischen Arche. Das ist nicht. Ich kann ihn ausfindig machen. Verdammte Ex. Bislang hat niemand etwas von den Salarianern gehört. Ihre Arche wird vermisst. Wie kann das sein? Es ist vieles schiefgelaufen. Aber wir haben da draußen einen Pathfinder, der nach ihr sucht. Wow, vielleicht sollten sie mich wieder einfrieren. Krasse Aussage. So. Harry, was passiert da mit Sarah? Wir haben sie aus der Kapsel geholt. Ich will ihnen keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat sie quasi gefunden. Was soll das heißen? Nun, sie ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf ihr Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Ich dachte nicht, dass sowas möglich ist. Ich auch nicht, aber Sam... Naja, ich schätze, Supercomputer sehen die Dinge etwas anders. Obwohl sie im Koma liegt, sind Sarahs mentale Prozesse aktiv. Es geht ihr also gut? Fragen Sie sie selbst. Ich stelle eine Verbindung zu Ihrem Implantat her. Bitte. Sarah? Kannst du mich hören? Bist du das, Bruderherz? Was ist hier los? Wo bin ich? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma. Verstehst du? Ich glaub schon.
Ist das ein Traum? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt, aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das ist so schräg. Ich kann dich hören, aber nichts fühlen. Wo ist Dad? Geht's ihm gut? Solange sie noch im Koma liegt, sollte man es verschweigen. Er ist gerade auf einer Mission, aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Bestimmt. Er hat vermutlich gesagt, sie wird schon wieder und ist dann losgezogen, um irgendeine Alge zu untersuchen. So war es nicht. Wirklich. Und wie oft hat er dich schon angeschrien? Ach, ein paar Mal. Okay, richte ihm aus, er soll aufhören, auf meinem kleinen Bruder rumzuhacken. Und wie ist unser Zuhause, Habitat 7? So schön wie versprochen? Das wiederum, denke ich, kann man ihr sagen. Es gab ein paar Komplikationen. Die goldenen Welten existieren nicht. Verdammt. Aber okay, Dad wird schon eine neue Heimat für uns finden. Na klar, das wird er. Und ich sollte bei euch sein und euch helfen. Und das wirst du auch, Sarah. So ein Nickerchen hält dich doch nicht auf. Verdammt richtig. Sobald ich wach bin, suchen wir gemeinsam nach einer Heimat. Ganz genau. Und dann? Was ist los? Die Verbindung war nur vorübergehend, aber ihr Zustand ist stabil. Tut mir leid. Ich halte sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Oje, oje. Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrer Schwester im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Gefundene medizinische Ausrüstung. Noch nichts. So, was ist das da jetzt hat? Willkommen, Pathfinder. Wählen Sie bitte ein Thema. Es war markiert auf der Karte. Warum? Einfach nur dieses Symbol ist einfach dieses Informationsterminal-Symbol. Okay, muss ich mir mal merken. Auch für Forschungsdinge ist es so etwas. Verwirrt mich jedes Mal. Also Kryo ist alles, Habitationsdeck wird auch nichts sein. Kommandozentrale habe ich jetzt. Ja, in der Kommandozentrale nur noch mal nachgucken, ob das mit dem, ja, der jetzt befreit ist, ob der da rumrennt. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Elisaria Vissay äußerte sich wie folgt. Was wir in dem Gewölbe... Freut mich, Sie endlich zu sehen. Sie sollen da draußen ganz schön beschäftigt gewesen sein.
So könnte man es ausdrücken. Wie auch immer. Willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro... Gibt's was Neues? Nur wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf haben. Okay, wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass er irgendwie schon wieder in der Sprechschleife war. Na gut. Alles klar, dann bin ich da eigentlich soweit auch wieder fertig. Gut. Abmarsch. Auf die Tempest. Da geht es dann wahrscheinlich jetzt wieder weiter mit der Diskussionsrunde. Ich finde das zwar immer sehr geil, persönlich, aber kann verstehen, dass manche vielleicht ein etwas zu viel aber ist. Und meine Haare machen komische Faxen. Okay. Hallo. Pathfinder. Ja, ja, sein können, dass die jetzt nochmal irgendwie mit einem reden möchten. Auf jeden Fall drei neue Nachrichten von August Bradley. Pathfinder, ich könnte Ihre Hilfe bei einer Sache brauchen, an der Henley arbeitet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, also lasse ich es Sie selbst erklären. Sie brieft Sie, wenn Sie hier sind. Von Pibi, die Angepisste. Ihre Ärztin ist vielleicht die neugierigste Asari, der ich je begegnet bin. Und das will wirklich etwas heißen. Sie muss dringend 4 oder 5 Gänge runterschalten, sonst bin ich bald weg hier. Und das wäre doch ein Jammer, finde ich. Ach, vergessen Sie es. Pibi. Zeit für ein Interview. Hallo Raider. Es heißt, Ihre Mission auf Eos sei erfolgreich verlaufen. Gut gemacht. Möchten Sie vor der Kamera davon berichten? Ah, und wieder runter vom Schiff. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist sie? Verschollene Arschen, Helios-Aufgaben, Nexus, ne, Feuerwehr ist es nicht. Zusätzliche Aufgaben, Bepflanzung, Razzia der Exilanten. Weg eines Helden. Ach, da hinten ist er. Ah ne, Moment, das geht zum Fahrstuhl, oder? Egal, was Sie sagen. Diese Arbeitszeiten sind unzumutbar. Mir ist egal, was Sie sagen. Wir müssen, sonst fällt die Station auseinander. Und das kann sich niemand leisten. Demonstranten, da müssen wir doch kurz intervenieren. Sie sollen uns hören. Sie sollen es wissen. Sie sollen uns anführen. Oder sie sollen verschwinden. Ich weiß. Ich habe mir den Job auch anders vorgestellt. Hey, Pathfinder! Sie sind bei der Miliz, oder? Was geht da drinnen vor? Eine Meute ist in die Hydrokulturen eingedrungen und weigert sich, sie wieder zu verlassen. Sie stören den Betrieb und das könnte übel ausgehen. Können Sie vielleicht mit ihnen reden? Clans vor Kumpels! Clans hey, was geht hier vor? Das ist eure neue Galaxie. Lumi, reden über den Neuanfang, während eure Kinder eingefroren bleiben.
Und das verdankt ihr alles eurem Pathfinder. Wie bitte? Wir warten seit Monaten darauf, dass unsere Familien aus der Stase geholt werden. Sie waren für ihren Außenposten vorgesehen. Und weil ihr die Forschung für so wichtig haltet, wandert das Militär auf der Liste nach unten. Wie meine Clanbrüder. Durch die ganzen Unbelegungen sind sie jetzt in 10 verschiedenen Kolonieblöcken. Und meine Mutter steckt mittendrin. Wir hatten nur Ressourcen für einen Außenposten, also habe ich mich darauf konzentriert, was wir am dringendsten brauchen. Und wir brauchen unsere Familien. Vielleicht könnten Sie die Sache ja klären. Ich will einfach nur, dass meine Mutter aus der Stase kommt. Wir alle wollen nur unsere Familien wieder haben. Sie veranlassen doch Stase-Aufhebungen. Sie können unseren Anführern sagen, dass sie diese Kapseln öffnen werden. Noch heute! Ich hole ganze Kolonieblöcke oder einige wenige Sonderfälle aus der Stase. Aber ich kann nicht einfach willkürlich Dutzende Leute wecken lassen. Uns ist egal, wer den Knopf drückt. Wenn Sie es nicht können, können es unsere Anführer. Und wenn Sie es ihnen sagen, werden Sie es auch tun. Klar wollen die mit ihren Familien zusammen sein, aber... Ich kann das Problem hier schon nachvollziehen. Und mein Wort reicht im Endeffekt aus. Okay, ich rede mit der Führung über mögliche Lösungen. 14 Monate Versprechungen. Es ist Zeit für Ergebnisse. Wir haben uns schon an Edison gewandt, aber das Miststück hat uns eiskalt ignoriert. Fangen Sie mit Kandros an. Er hat diese 10 Soldaten rübergeschickt. Vielleicht nimmt er uns ernst. Sie sollen uns hören. Sie sollen es wissen. Sie sollen uns anrufen. Okay, reden wir mal mit Kandros. Es ist keine Top-Qualität, aber unsere Möglichkeit. Ich glaube, ich musste sowieso da in die Richtung. Die Behörden versuchen weiterhin Kontakt mit unseren Nachfahren in der Milchstraße aufzunehmen. Bisher blieben allerdings jegliche gesendeten Signale unbeantwortet. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Sehr fertig. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich muss mit Ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt? Sie wollen, dass ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie, in unserer Position... Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Wüsste nicht, wohin dafür. Gut, man hat einen Planeten. Frage ist berechtigt. Wir versuchen, Lösungen zu finden. Nicht nur Ja und Abend zu sagen. Wir haben Eos besiedelt. Und da soll kein Platz für ein paar mehr sein. So einfach ist das nicht, Ryder. Alles, was Eos im Moment produziert, ist bereits verplant. Und wenn wir Soldaten zu einem Forschungsaußenposten schicken, ist der Ärger vorprogrammiert. Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Wie würden Sie mit den Demonstranten verfahren? Ich würde einen Trupp reinschicken und sie raustreiben. Wenn es sein muss, auch mit vorgehaltener Waffe. Wenn sie sich wehren, landen vielleicht ein paar von ihnen auf der Krankenstation. Aber das ist besser, als die Hydrokulturen zu verlieren. Oder die Nexus. Glauben Sie, dass diese Proteste gewalttätig werden könnten? Wir sind alle Pioniere.
Auch Zivilisten sind zäh genug, um Ärger zu machen. Und Störungen der Hydrokulturen gefährden unsere Sauerstoffversorgung. Das wissen die genau. Ich kann das Ganze verstehen und ich kann das auch mit der Wartezeit verstehen. Auf der anderen Seite, dass das Ganze vielleicht auch Probleme mit sich bringt und sonstiges, damit muss man rechnen, bevor man sich da eigentlich einträgt. Und dann muss man auch mit den Konsequenzen leben können. Ich meine, dann wartet man halt noch, bis man jemanden aus der Familie trifft. Es gibt mehr als genug Menschen in der Umgebung. Natürlich will man seinen Liebsten um sich herum haben, aber wenn es halt gerade nicht geht, dann arbeitet man, versucht man vielleicht lieber eine Lösung mitzufinden, wie es schneller geht, dass das alles funktioniert, auch dass derjenige aus der Stase kommen kann. Also eigentlich, die jetzt einfach so zu vertreiben, finde ich halt auch scheiße. Aber die Ressourcen sind halt nicht da. Da haben sie halt recht, soll ich jemanden erwecken, um nur zu verhungern. Das ist lieber die Energie dafür, dass er in der Stase bleibt. Wir müssen die Gesamtsituation berücksichtigen. Schaffen Sie sie da raus. Kandros? Ich schicke ein Team rein, aber es liefe wahrscheinlich ruhiger ab, wenn Ryder dabei wäre. Gute Idee. Manchmal müssen wir schlechte Nachrichten verkünden. Auch das gehört zu den Pflichten eines Pathfinders. Wir registrieren feindliche Aktivitäten. Der Geheimdienst ist informiert. Und dann wollte ich noch ja hier mit der Dame reden. Wo zum Henker ist die? Ist die hier? Ja. Oder nicht? Ach doch, da. Hi, die Dokumentation kommt extrem gut an. Ihre Kommentare sorgen für reichlich Gesprächsstoff. Direktor Tan hat die erste Sendung übrigens geliebt. Er hat Ihnen sogar eine Zuwendung für Ihre Ausgaben geschickt. Danke. Dann kommen wir mal zu den spannenden Themen. Die Wissenschaftler sind von ihrem neuen Außenposten begeistert. Aber viele Leute fragen sich, wieso Prodromos überleben sollte, obwohl Anlage 1 und 2 gescheitert sind. Mein Team und ich haben EOS gründlich erforscht und sogar die Stürme beendet. Alles Weitere liegt jetzt beim Außenposten. Aber die alten Gefahren existieren nicht mehr. Was nicht heißt, dass keine neuen auftauchen könnten, mit denen Prodromos aber hoffentlich zurechtkommen wird. Diese Risiken sind sicher sehr stressig. Wie entspannen Sie sich zwischen den Missionen? Und Sie? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie Ihre Kamera für irgendwas weglegen. Ich bin aber nicht historisch relevant. Ich muss kurz über meine Antwort nachdenken. Und ich möchte es trotzdem wissen. Zu Hause bin ich segeln gegangen. Ich liebe das Wasser. Heute spiele ich Ozeangeräusche ab, schließe die Augen und erinnere mich. Okay. Auch schön. Sie sind dran. Meine Crew und ich verbringen unsere Freizeit gemeinsam. Wir sind ein Team. Auch das ist Geschichte. Diese kleinen Augenblicke dazwischen. Jetzt noch einige Bilder dieser Relikttechnologie, ein paar Erklärungen und die Episode ist fertig. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. So, wäre das auch erledigt. Dann wollen wir die Demonstranten mal locker da rausführen. Ich meine, wir sind jetzt auch unbewaffnet. Haben allerdings eine Bewaffnung hinter uns. Gut ankommen wird es trotzdem nicht. Bei einer Expedition nach EOS im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses... Treten Sie zurück, Ma'am. Erschießen Sie mich sonst? Viel Spaß, wenn Sie das meinen Enkeln erklären. Was ist passiert? Sie wollte die Wasserschläuche abziehen. Das hätte sämtliche Pflanzen bedroht. Sie sagen, dass die Anführer unsere Familie nicht aufwecken werden. Wir wollten demonstrieren, wie weit wir zu gehen bereit sind. Jetzt sind Sie am Zug. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber zum Wohle der Nexus müssen Sie geduldig sein. Wir haben bereits gewartet. Wie alt werde ich wohl sein, wenn Mom endlich aus der Stase kommt? Bleib ruhig, Junge. Der Pathfinder hat recht. Ich verlasse die Station, falls nötig. Ich werde schon jemanden finden, der etwas unternimmt.
Soll ihre Mutter aufwachen und feststellen, dass sie im Exil sind? Oder tot? Ich... Reese, tu's nicht! Alles ist besser als das! Sogar die längste Wartezeit unseres Lebens. Wenn unsere Familien davon erfahren, werden sie dem Pathfinder wahrscheinlich zustimmen. Sie sind hier fertig. Los! Lebensfähigkeit. Yay! 73 Punkte. So, und jetzt gehen wir mal wieder auf die Nexus. Tempest. Und sehen uns dafür aber wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sayonara.